möchte noch mal anfügen, wirklich herzlich willkommen, weil es ist der erste Besuch, wenn ich richtig informiert bin, in einer deutschen Talkshow. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist das erste Mal überhaupt in einer Talkshow, weil, wie Sie wissen, bin ich Designer. Und ich bin kein Star, ich bin kein Celebrity und ich verkaufe jetzt nicht unbedingt mich, sondern ich verkaufe Mode. Und bin eigentlich auch relativ wahrscheinlich shy oder schüchtern. Menschenscheu oder schüchtern, ja. Und ja, deswegen, ich war noch nie in irgendeiner Talkshow eingeladen. Aber ich war schon noch eingeladen, aber ich bin noch nie hingegangen, sagen wir so. Dann finde ich es schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Schön, dass Sie. Wenn Sie diese Talkshow überleben, gehen Sie in jede andere auch. Ja, genau. Man erkundigt sich ja immer so ein bisschen über die Gäste, die da kommen. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Sie Deutscher sind. Ich dachte immer, Philipp Plein, die Marke kannte ich, habe das immer mit den USA irgendwie verbunden. Und dann fängt man so an, sich so ein bisschen einzulesen und liest so ein paar Interviews von Kollegen, die bei den Zeitungen arbeiten. Und die haben geschrieben über Sie und ich kann das nicht bestätigen, schon jetzt nach der ersten Frage nicht, dass wenn man Ihnen eine Frage stellt, eine kriegt man unter, dass Sie dann so lange antworten, dass man keine zweite mehr stellen kann und dass Sie quasi den Journalisten mitnehmen durch Ihr Imperium und währenddessen mit ganz vielen Teammitgliedern sprechen und noch irgendwelche Fittings machen und so weiter, das Handy am Ohr. Ist das wirklich so, wenn Sie normalerweise jetzt nicht in so einer Runde sitzen, sondern auf Journalisten treffen? Ja, aber ich meine, das ist jetzt eine lange Runde, viele Menschen sitzen hier und ich will natürlich jetzt nicht, dass das hier ausartet und deswegen habe ich gedacht, fasse ich mich heute mal ganz kurz und antworte kurz und knackig. Ich finde das super, dann kriege ich ganz viele Fragen unter. Ich absolut. Bin mal gespannt, wie viele es werden, aber Sie dürfen ruhig ein bisschen länger als Ja und Nein. Also große Koalition nochmal, sechsmal dafür. ich möchte zuerst mal gerne was wissen über Ihr Tattoo. Ich weiß nicht, ob es das ist. Es guckt so ein bisschen daraus aus dem Ärmel. Sie sollen eins haben, wo Veni, Vidi, Vici drauf stand. Das ist richtig, kam, sah und siegte. Warum haben Sie das? Was gibt Ihnen das? Ja, zunächst mal habe ich mein großes Latinum. Das war schon eine richtig große Qual. Das war wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, das war schrecklich für mich, Latein zu lernen. Ich erinnere mich und, mein Vater ist Mediziner und meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Arzt werde. Und ich weiß nicht, ob es immer heute noch so ist, aber in Deutschland brauchte man das große Latinum, um Medizin zu studieren. Absolut. Und ist immer noch so. Ja, auch und, für Geschichte, war, für bestimmte Philosophie. Und es war für mich ganz schrecklich. Ich war ganz schlecht in Latein. Und ich erinnere mich an meine Nachhilfestunden. Das war wirklich grausam. Aber ich habe es geschafft. Und warum jetzt dieser Leitsatz? Ist das ein Leitsatz auch für Ihr Leben? Macht er Ihnen Mut oder ist das eine Kampfansage an die Konkurrenz? Ich komme, ich siege. Naja, ich glaube, das ist eher was mit Motivation zu tun. Ich glaube, man muss an sich selber glauben. Ja? Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das muss jeder tun. Und das ist etwas, was mir einfach so aus meiner Latein-Historie hängen geblieben ist, dieser Leitspruch. Und der passt auch ganz gut zu meinem Leben. Ich, fühlen Sie sich auch so? Also ich würde mich nie trauen, das zu sagen, weil ich irgendwie mich an 99 von 100 Tagen so nicht fühle, dass ich komme, sehe und siege. Schauen Sie, ich habe so viele Ziele, kleine Ziele mir in meinem Leben gesetzt, die ich dann immer wieder erreicht habe und dann kam man sich schon so vor wie so ein kleiner Sieger ab und zu, ja. Also das ist ja auch motivierend, dann weiterzugehen. Ja? Und das sind dann so Etappensiege, kann man sagen. Ja? Gerade jetzt bei mir, ich habe angefangen, Jura zu studieren dann. Ich habe dann doch nicht Medizin studiert, sondern ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Meine Mutter wollte eigentlich nur, dass ich Mediziner werde, aber ich wollte das gar nicht. Das habe ich aber dann erst ein bisschen später festgestellt, nach dem Abitur. Man lernt in der Schule alles, aber man lernt eigentlich nichts über das Leben. Und man setzt sich auch gar nicht so mit der Frage auseinander, was werde ich mal, was sind eigentlich so wirklich meine Berufsziele und Wünsche. Normalerweise, das kennt man ja oft, macht der Sohn dann das Gleiche wie der Vater, ja? Weil das ist das, was er eigentlich nur kennt. Aber es ist ja ein kreativer Beruf, den Sie haben als Designer. Hat sich das schon angedeutet irgendwie, als Sie auf dem Internat in Salem waren, dass Sie Gefühl haben für Farben, für Stoffe, für Design? Na gut, ich hatte Kunstleistungskurs, das fand ich ganz toll. Das war auch nicht so kompliziert wie Latein. Und den zweiten Leistungskurs, den ich belegt habe, das war Mathematik. Ja, das war ganz gut. Aber ich habe eher Kunst gemacht, aber da war ein Mädchen in der Klasse, die fand ich ganz toll. Und das war eher, was mich da angesprochen hat, mehr als die Kunst. Und, ja.
Und dann, dann kam es irgendwann zu diesem Jurastudium. Und dann haben Sie schon angefangen, während des Studiums als Designer zu arbeiten. Und zwar mit Hundebetten soll es angefangen haben. Vielleicht können Sie uns das noch mal, das war auch gerade in dem Film so. Helge, warum lachst du? Er hat es eher mit Katzen. Der Helge, der hat das Katzenklo erfunden und ich habe das Hundesofa gemacht. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war so 1998, 1999, da habe ich in der FAZ einen Artikel gelesen und das ging über die Pet-Industrie, also über die Haustierindustrie und da gab es, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt, da war irgendeine Krise, Asienkrise kann das sein, 98, 99, irgendwie sowas. Zweifel einer der SPD. Im Zweifel wahrscheinlich. Und in dem Artikel ging es eben über die Haustierindustrie, dass die eigentlich relativ krisensicher ist. Ja? Und dass es ein Milliardenmarkt ist, der absolut unterschätzt wird. Und ich fand es interessant. Zum gleichen Zeitpunkt hat meine Mutter, wir hatten kleine Hunde zu Hause und die haben auch Welpen, also wir hatten Welpen zu Hause, drei, vier kleine Hunde. Und meine Mutter hatte Kissen gekauft, so Burberry-Kissen. Da gab es solche richtig teuren Designer-Kissen. Und wir saßen in der Küche und meine Mutter hat meinem Vater, der von der Arbeit nach Hause kam, erzählt, dass die Hunde gleich nach einem Tag die Kissen kaputt gebissen haben. Ja? Die haben Zähne bekommen und dann fangen die an, alles anzuknabbern. Und die hat sich halt über die Qualität dieser Kissen beschwert. Mein Vater hat gesagt, dann kauf doch so einen Hundekorb. Und die wollte halt keinen Korb haben. Es gab damals eigentlich nur diese geflochtenen Hundekörbe. Und ich habe eben wenige Tage davor diesen Artikel in der FAZ gelesen. Und dann hatte ich irgendwie die Idee, gesagt, ja, da muss es doch irgendwas geben, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann designe ich halt ein Hundesofa, ein Hundebett aus Edelstahl, das man nicht kaputt beißen kann. Und das war so eine Art Le Corbusier, also Edelstahlrohrmöbel. Designklassiker. Zeitlos. Habe mir das damals schützen lassen. Als angehender Jurist habe ich dann ein Geschmacksmuster auf dieses Design mir eintragen lassen. Hat auch nicht lange gedauert. Dann gab es dann einen Versender aus Hamburg, der hat es dann kopiert. Das ist dann in den Katalog aufgenommen. Schwein. Habe ich dann auch. Das war dann natürlich, so eine Kampfansage. Ich habe dann auch gewonnen vor Gericht, ja, ganz klar. Mein Schutz war natürlich stärker. Und ja, das war ganz interessant. Das waren so meine ersten unternehmerischen Anfänge. Das heißt also, war damals 19, 20 Jahre jung, hatte gerade angefangen zu studieren, Jura. Das heißt, wenn es die Hunde nicht gegeben hätte, also die Welpen von den kleinen Hunden zu Hause, dann wären sie heute nicht Designer geworden? Das weiß ich nicht. Also ich meine, ich hatte ja damals nicht die Idee, jetzt Klamottendesigner zu werden. Mhm. Ich wollte eigentlich nur erfolgreich sein in dem, was ich tue. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt eine tolle Idee. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee kam. Damals, das war so gerade Anfang der New Economy, da gab es gerade mal AOL, da gab es noch kein Yahoo, da gab es noch kein Google. Das war so die Anfangsjahre vom Internet und jeder hat von New Economy geträumt. Und ich habe mich dann da mit Hundesofas beschäftigt während meinem Studium und dann wirst du natürlich schon ausgelacht, wenn du dann deinen Freunden so erzählst, dann kommen die Tonen, ja, was machst du denn so? Ich designe Hundesofas. Mhm, cool. Und sonst? Geht's dir gut? Ja, also das war halt dann schon sowas, wo man dann schon, ich sagte immer so, man braucht dann so Eier wie ein Elefant, dass man sich da so hinstellt und Hundesofas verkauft. Und vor allem, ich habe ja dann nichts verkauft. Ich dachte, ich habe eine super Idee, ja, und ich mache jetzt da eine Menge Geld. Ich habe mir das also ausgerechnet, die waren ja Luxus, das waren Luxuskörbe, die haben 1.500 Euro gekostet und ich habe mir ausgerechnet, wenn ich jetzt 1.000 Hundebetten verkaufe, dann habe ich 1 Million Euro verdient. Weil die haben 500 Euro in der Produktion gekostet, diese Körbe, ja. Und ja, ich habe aber nichts verkauft. Am Anfang, erstmal. Weil ich wusste auch nicht, wie ich das vermarkten sollte. Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, ja. Habe dann Hundemodel engagiert. Habe ein Foto machen lassen von dem Hund da in dem Sofa mit einem Knochen davor. Und das war dann wirklich super. Das hat dann jede Zeitschrift abgebildet. Das war ja irgendwie dekadent. Das fanden alle toll. Und dann haben die Leute angerufen. Gut, dass Journalisten dann nicht auf solche Tricks reinfallen, ne? Ja, und das war dann irgendwie so irgendwann hat sich dann doch verkauft. Ich bin irgendwann auf eine Messe gegangen in Frankfurt. Da gab es die Ambiente Tendenz. Das war damals die größte Konsumgütermesse in der Welt, ja. Und hatte einen Messestand mit Hundekörben. Und haben die Leute immer gedacht, das sind Kindersofas und der Junge hat nicht genug Geld, um einen großen Messestand zu haben. Und deswegen hat er Miniatursofas gebaut. Also das war schon schwierig am Anfang, ja, sich da so hinzustellen, Hundekörbe. Ich stand da so im Anzug, Krawatte, sah da aus wie der Herr Gabriel, roter Krawatte.
Hat aber nicht funktioniert. Das hat aber dann, auf der Messe hat es dann angefangen zu funktionieren. Da gab es dann Innenarchitekten, die kamen, die haben dann die Hundebetten bestellt, die fanden das toll. Weil ich habe gemerkt, diese ganzen Haustierwarengeschäfte, für die war das Produkt zu teuer. Ja? Da gab es dann immer mehr so die günstigeren Produkte, die konnten so ein Luxusprodukt nicht verkaufen. Und es hat sich dann doch eher in dem gehobenen Möbelhandel wieder gefunden. Und über das habe ich es dann vertrieben. Und ich habe damals, das war im ehemaligen DDR, also nach der Wende, bei Kleinmühlingen gab es da zwei Brüder, die haben sich selbstständig gemacht nach der Wende und die haben dort eine Schweißerei gehabt und die haben mir meine Betten zusammengeschweißt. Ja. Herr Gabriel hat aber, den Sie gerade angesprochen haben, hat aber eine Frage an Sie. Veni Vidi Vici, das stimmt ja, wenn man sich Ihr Leben anguckt, das ist ja unglaublich erfolgreich. Gab es eigentlich auch eine Niederlage? Es gibt immer wieder Niederlagen. Ich glaube, und die Niederlagen sind ja auch die Gründe, warum man weitermacht und die einen stärker machen. Man lernt ja immer wieder. Ich glaube, ich habe vieles falsch gemacht und dann auch wieder einiges richtig. Und das Falschmachen gehört ja auch dazu. Ich glaube, wir alle, wir sind, was wir im Leben erlebt haben. Also der Lebensweg, den wir so durchgegangen sind, das bildet unseren Charakter. Ja? Und alles Gute und alles Schlechte, was uns widerfahren ist, macht uns zu den Menschen, die wir heute sind. Ja? Und da gehören Niederlagen eben auch dazu. Und da gab es viele Niederlagen. Und, jetzt beschweren Sie sich aber nicht, Herr Gabriel, dass die Antwort nicht konkret ist. Ich finde nicht konkret. Da gab es viele Niederlagen. Ja? Und, man muss halt irgendwie auch an sich selber glauben. Und gerade, wenn man dann solche Ideen hat, und ich weiß auch nicht, warum ich da so überzeugt war von dieser Idee, aber ich hatte da so dieses Durchhaltevermögen in mir drin. Ich wollte es allen zeigen und sagen, ah, du, das funktioniert. Und ja, und dann kam ich eben vom Hundesofa zu den Möbeln. Ich habe dann gemerkt, das sind ja überall Möbelaussteller um mich rum und dann gab es dann irgendwann Tische, Bänke, Betten, Lampen und alles andere. Und ich wollte einfach Jungunternehmer sein. Ich wollte eigentlich erfolgreich sein. Ich war ein junger Mann und wollte einfach Geld verdienen, wie jeder andere auch, und hatte große Träume und große Ziele. Und Philipp, weil wir können die ganze Geschichte nicht in dieser Ausführlichkeit erzählen, einfach nur aus Zeitgründen. Ich fasse das deshalb mal zusammen. Nach den Möbeln kamen Accessoires, es kam dann eine Modekollektion und Sie sind jetzt der erfolgreichste deutsche Modedesigner mit einer eigenen Marke auf der ganzen Welt. Und wir konnten jetzt, glaube ich, nur einen kleinen Einblick geben in diese Gründungsgeschichte und in Ihre Persönlichkeit. Deswegen müssen Sie wiederkommen. Es wird die erste Talkshow sein, aber hoffentlich nicht die letzte. Und Sie kommen hoffentlich wieder. Machen Sie das? Ich freue mich.